Weil du dein bester Ausrufer bist. Du bist entlassen. Goodies. Setz dich an die Luft, wenn es mir reinfällt. Was ist Ihnen schon eingefallen? Sie brauchen sich nicht mehr zu wenden. Ja, jetzt spielst du wieder den Hochmütigen, du eingebildeter Kerl. Schon gut, schon gut. Musst du denn immer gleich so grob sein? Sie haben mich an die Luft gesetzt. Das, also bin ich draußen? Ich lass dich vom Hollinger verhauen, dass du alle Engel singen hörst. Es wäre ja nicht das erste Mal. Marsch fort! Ich bin ausgeworfen und jetzt marsch! Und wenn mir der Rothschild sein ganzes Geld auf einem silbernen Teller herbringt, wenn die sich noch einmal zu uns hineintraut, so wird sie hinausgeworfen, dass der männlichen Seine Stelle... Also, gnädige Frau, jetzt ersuche ich Sie hochachtungsvoll, sich schleunigst von ihr fortzupacken. Denn so war ich noch keine Frau durchgebrüht. Ausgenommen von der Frau Olzer, die davon 3 Wochen bettlägerig war. So sage ich der Gnädigen, dass wann die Gnädige sich nicht auf der Stelle von ihr fortschert und diesen armen Huren da in Ruhe lässt, dann wird es die Gnädige am eigenen Leib erfahren, was es heißt, einen Mogenbeige zu bekommen. Gar so tüchtig ist er. Warum schläfst du denn in der Nacht nicht mehr? Du schaust dir aus, dass es einem graust. Gar so tüchtig ist er. Streich dir doch die Haare. Los uns, meine Ruhe. Du hast sie geschlagen, höre ich. Diese... Das geht sie an Schmoren. Ein feiner Herr bist du. So ein Nixer, so ein mageres kleines Ding schlagen. Wenn du sie nicht mehr magst, bitte, dann lass sie laufen. Aber so ein schwaches Geschöpf, das haut man doch nicht. Ich soll sie laufen lassen. Es war hat Ihnen freilich recht. Wenn du gescheit bist, dann kommst du zurück. Ich bezahle dich gut. Es ist aber ohne mich immer gesteckt voll. Ja, voll ist es schon, aber es ist eben doch nicht das Richtige. Also wenn du gescheit bist, dann kommst du zurück. Dann geben sie es doch endlich zu, dass ich in der Stork aufgehe. Nein, mir gehst du nicht ab. Aber diese blöden Dienstboten, die fragen nicht mehr. Denen gehst du im Kopf herum. Wenn du gescheit bist, so kommst du zurück. Ich soll sie verlassen, diese... Na, du prügelst sie. Unsinn! Ich habe ihn heruntergehört, das war alles. Sehen wir doch noch nicht prügeln. Ich weiß gar nicht, was du an der da gefressen hast. Seit 2 Monaten bist du jetzt schon mit ihr. Hast das Leben wahrscheinlich schon satt. Aber Liniam, dort ist das Ringelspiel und die Theaterbuden und das Geld. Na, dass einer so dumm sein kann und das schöne, gute Leben so hinzuschmeißen. Wo bist du denn wieder die ganze Nacht gewesen, dass du so miserabel ausschaust? Es geht sie nix an. Früher hast du nie so ausgesehen. Das zehrt an dir. Einen neuen Leierkasten habe ich angeschafft. Ich weiß. Woher? Na, mein Herz bis herüber. Gut, nicht? so gut schmeckt es. Die Hutschen dreht sich zu dem Werkel, dass es eine Passion ist. Die 2 Rappen, die habe ich kassiert. Weißt du, die 2, wo die Ohren schon abgebrochen waren? Was haben sie jetzt dafür? Na, warte mal. Zebras. Nein. Automobile. Automobile? Automobile mit so großen Hupen. Bei mir sind die ersten hellrot lackiert. Automobile. Zu den Künstlern gehörst du. Das taugt für dich. Ein Künstler bist du, kein anständiger Mensch. Ist er sie verlassen, diese? Hab keine Angst, die wird schon nicht verhungern. Die geht wieder dienen, der arme Käfer. Zu den Künstlern gehörst du, das taugt für dich. Bier und Zigarren und Musik und... Hab ich dir nicht auch eine Uhr gekauft? Das ist nicht das solche. Die geht nicht wieder dienen. Hab doch keine Angst, sie wird schon keine Phosphorhölzer essen. Also wenn alle Phosphorhölzer essen würden, die... Also... Lustig geht's bei uns her. Das schöne, gute, leichte Leben und lauter schöne, frische Mädel und Bier und Zigarren und den Ring von meinem Gottseligen, den schenke ich dir auch. Nein, wirst du immer noch nicht. Das ist nicht das, solche Ding. Die geht nicht wieder dienen. Also meinetwegen war ich... Ja. Aber deswegen kann ich ja hier wohnen, nicht hier. Aber nicht zurück. Oh. Ach, was? Na, die Mädchen lachen dich ja aus. Ich weiß schon, was sie wollen. Prahlen. Ja, das kannst du. Den Ring schenken sie mir auch. Ja. Es geht mir gar nicht gut dazu aus. Kannst du dich
Keiner sorgt sich für dich. Wüsst du was? Na? Also, 2 Kronen Vorschuss gebe ich dir. Warum nimmst du das Geld nicht? Wenn's nach Haus, Frau Muska. Was hast du denn? Lass es mich frühstücken. Sehen Sie nicht, dass ich frühstücken will? Du bist ja verrückt. Wirst du endlich gehen? In deinem Leben siehst du die Muskat nicht mehr. Da liegt noch viel dran. Adieu. Adieu. Wollen Sie sich mit mir aussöhnen? Oh, ich war Ihnen nie böse. Doch, söhnen Sie sich mit mir aus. Ich söhne mich nicht mit Ihnen aus. Aber ich mich mit Ihnen, meine Liebe. Auch mich hat er geschlagen. Was liegt daran, ich habe es vergessen. Es bleibt Ihnen überlassen. Wenn ich Ihnen mit irgendetwas... Ich brauche nichts. Ich schulde Ihnen noch 2 Kronen Rückstand an. Oh, das hätten Sie zahlen sollen. Ich habe mir nur gedacht, jetzt, wo der Arme gestorben ist, so gehören Sie darum noch immer zu ihm. Ich gehöre zu ihm. Gut, bitte.